Leute, mein Name ist EpicStan und mit dabei ist heute Katja. Und ich befinde mich hier super, super, super doll gut versteckt im Gefängnis. Ich kann mich hier mal ein bisschen rausbuddeln. Ich muss aber sehr, sehr gut aufpassen, dass ich hier auf keinen Fall erwischt werde. Denn Katja ist richtig doll mies und fies. Beim letzten Mal bin ich da vorne im B-Zellenblock aus der Zelle von Katja geflüchtet. Das war richtig doll mies und fies. Katja wollte mich da absolut nicht rauslassen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo sich Katja gerade befindet. Sie hat mich auf jeden Fall gesucht, um mich wieder dort einzusperren, aber hat mich hier absolut nicht gefunden. Baloo und Bella sind natürlich auch da. Ah, hallo ihr beiden. Und ich brauche unbedingt ein bisschen was zum Essen für mich und natürlich auch für Baloo und Bella. Das bedeutet, hier mache ich wieder zu und ich gehe mich in die Cafeteria schleichen und ein bisschen was zum Essen und Trinken holen. Ich muss auf jeden Fall sehr, sehr gut aufpassen, dass mich hier keiner erwischt. Vor allen Dingen nicht Katja. Das ist absolut ganz und gar nicht gut. Und Katja arbeitet mit dem miesen, fiesen Gefängnischef zusammen? Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Okay, es geht hier vorne entlang und hier in die Cafeteria. Ist hier irgendwo eine Katja? Aber ich glaube, nee. Hier sehe ich auf jeden Fall schon mal keine Katja. Hier ist sie weit und breit ganz und gar nicht. Nein, das ist sehr gut. Dann geht es hier schnellstmöglich zum Frühstück. Hier hole ich mir vielleicht ein paar Äpfel raus. Sehr gut. Dann hole ich natürlich hier für Baloo und Bella noch zwei Chicken raus und zwei Fischlis. Und zack, sehr gut. Dann hole ich mir hier auf jeden Fall noch was zu trinken. Dankeschön, habe ich auch. Okay, dann muss ich jetzt schnellstmöglich wieder zurück in mein Versteck, dass ich hier von keinem erwischt werde. Oh, schnell. Hier geht's zurück. Kater ist hier aber nirgends. Nee. Okay, das ist sehr gut. Und vor allen Dingen habe ich auch hier diesen Brief, beziehungsweise das Buch bekommen. Und den Brief hier habe ich hier beim letzten Mal vor meinem Versteck gefunden. Das bedeutet, die Person, die den Brief hier hingelegt hat, wusste ganz genau, dass sie mich hier versteckt habe. Was ist denn da los? Und hier steht einfach drin, dass ich mich morgen im Garten treffen soll. Geschrieben von K. Es könnte sein, dass Kater das tatsächlich geschrieben hat. Oder dass es auch eine Falle ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall soll ich morgen früh jetzt zum Garten kommen. Da bin ich super, super, super gespannt. Okay, da bekommt Bella auf jeden Fall hier ihre Fischlis. Guten Appetit, Bella. Und guten Appetit, Baloo. Dann platziere ich hier auf jeden Fall ein bisschen was zum Trinken hin. Oh, sehr süß. Okay, dann würde ich sagen, ich warte bis zum nächsten Morgen und dann schleiche ich mich unauffällig zum Garten und ich bin sehr gespannt, was dort passiert. Und ich glaube, es ist der nächste Morgen tatsächlich. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, das bedeutet, ich kann jetzt hier zum Garten hingehen. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass das einfach eine Falle ist. Das wäre absolut dazu gar nicht gut. Okay, es geht hier vorne entlang bis hinten zum Gefängnisgarten. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob dort tatsächlich Kater auf mich wartet oder ob es von Kater eine Falle ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, dann geht's hier vorne durch und da vorne befindet sich der Gefängnisgarten. Okay, ich muss sehr, sehr gut aufpassen, ob das hier eine Falle ist. Bis jetzt sehe ich hier noch keinen. Moment mal. Kater, was machst du denn da? Nein. Was ist da denn los? Alles gut. Willst du mich wieder einsperren? Das war richtig mies und fies. Ich kann dir nicht leider viel sagen, aber alles ist gut. Ich bin lieb zu dir, wirklich. Was ist da denn los? Warum hast du mich eingesperrt? Kann ich dir nicht sagen, genau. Hast du mir den Brief geschrieben? Ja. Oh, und du wusstest, wo ich versteckt war? Ja. Obwohl du weißt, wo ich versteckt war, hast du mich nicht näher eingesperrt? Mm-mm. Oh, Moment mal, was ist denn da los? Ganz viele sind auf der Suche nach dir. Was ist das denn? Das ist absolut gar nicht gut. Nee, eben. Deswegen, du kannst mir auf jeden Fall vertrauen. Okay, wirklich. Ja, das mache ich. Okay, sehr gut. Wir haben auch gar nicht so viel Zeit. Okay, das Wichtigste, was du wissen musst, ist, dass es einen neuen Gefängnischef gibt. Und der ist nicht normal. Du musst ihn dir angucken. Was ich sag ist da dir mal los? So viel. Seine Augen sind am Leuchten. Oh, Moment mal, ist das ein Hugh Bryan Gefängnischef? Ja. Oh nein, wir haben Hugh Bryan. Als Gefängnischef. Ich muss wirklich auch gleich los, deswegen... Wo musst du hin? Ich kann dir nicht viel sagen, ich muss los. Aber bitte pass auf dich auf, der ist wirklich nicht normal, okay? Ja, ich pass auf mich auf. Wir sehen uns bestimmt nochmal. Ja, tschüss, Katja. Tschüss. Was ist da denn los? Und Katja geht jetzt wieder. Das ist ja so, so gruselig. Okay, das bedeutet, Katja ist absolut ganz und gar nicht fies. Sie hat mir tatsächlich geholfen. Sie wusste, wo mein Versteck ist, hat mich aber nicht eingesperrt. Sie hat mir den Brief hier geschrieben und hat mich vor dem neuen Gefängnischef gewarnt. Was ist da denn los? Okay, der neue Gefängnischef ist der Hugh Bryan. Ich muss unbedingt nachsehen, was da los ist. Vor allen Dingen, Katja hat doch jemand anderem aus dem B-Zellenblock geholfen. Befindet sich der auch da oben beim Hugh Bryan? Ich bin mir nicht ganz sicher.
sicher. Okay, ich warte auf jeden Fall, bis es dunkel wird. Dann schleiche ich mich hoch zum Büro des Gefängnischefs und kundschafte dort allesamt aus. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, wo Kata sich jetzt befindet. Das ist alles super, super, super doll komisch. Und es ist tatsächlich mitten in der Nacht. Ich habe mir ein paar Leitern geholt, auch eine kleine Axt. Damit kann ich mich jetzt hier hoffentlich unauffällig näher hochbauen, dass mich keiner erwischt. Okay, dann geht's auf jeden Fall hier entlang. Einmal hier durch. Und ich würde sagen, ich baue mich hier direkt hoch. Ja, ja, ich werde mich hier direkt hochbauen. Okay, ich muss mich beeilen, dass mich hier auf jeden Fall keiner sieht. Ab nach oben, ab nach oben. Hier darf mich auch keiner durchs Fenster sehen. Moment mal, ich gehe hier entlang, hier drauf und schnell hier drunter her. Okay, mich hat keiner gesehen. Ich kann mich hier entlang schleichen und hier durch die Fenster durchluschern. Tatsächlich. Da steht Herobrine, da steht Herobrine. Das ist tatsächlich der neue Gefängnischef. Was ist denn da los? Und Moment mal, hinten dran steht der andere, der mich zusammen mit Kata eingesperrt hat. Aber Kata sieht hier auch weit und breit ganz so gar nicht. Vielleicht versteckt sie sich auch vor dem Herobrine-Gefängnischef. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, und ich glaube, die bereden da oben was. Ich muss unbedingt mithören, was sie sagen. Okay, sobald sie nicht hinschauen, kann ich mich hier reinschleichen. Hier entlang, hier schnell aufmachen. Oh, ich hoffe, sie haben nichts gehört. Und nein, 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 sie haben nichts gehört. Und die stehen da einfach tatsächlich. Und Moment mal, das hat alles planmäßig geklappt. Kata macht alles, was wir ihr sagen. Sie unterhalten sich gerade über Kata. Das ist absolut ganz so gar nicht gut. Und das nebendran ist der Aufpasser. Der passt, glaube ich, auf den neuen Herobrine-Gefängnischef auf. Und Moment mal, er antwortet, das stimmt. Wir müssen nur noch Epic finden. Die dürfen mich hier auf keinen Fall finden. Was ist da los? Die sind auf der Suche nach mir. Oh nein, aber was haben die denn für einen Plan? Das ist ja super, super doll gruselig. Okay, ich muss hier, stell's wirklich wieder raus. Oh, hey, du, die haben mich gesehen. Ich muss weg, ich muss weg. Ah, was ist da los? Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh nein, die machen mir Damage, die machen mir Damage. Nein, das ist einfach Herobrine. Es geht hier entlang. Oh, nee, 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 nee. Schnell zurück, schnell zurück. Ah, was ist da los? Oh, was war das denn? Kata? Kata, du bist wieder da. Was ist da los? Und wir sind hier beide eingesperrt. Wo ist das, der Aufpasser? Mann, ich auch. Und Moment mal, da ist der Herobrine. Was ist denn da los? Nein, das war so nicht abgesprochen. Oh, das riecht doch wie so nicht fies. Abgesprochen. Moment mal, abgesprochen? Die wollten dich auch in Ruhe lassen, haben sie mir gesagt. Was ist denn da los? Und jetzt sind wir einfach beide hier eingesperrt. Und wir befinden uns hier oben im Tresor vom Gefängnischef. Der Aufpasser passt hier super gut auf, dass wir nicht rauskommen. Der Herobrine-Gefängnisboss steht hier vorne. Lass uns raus, lass uns raus. Und er hat eine richtig seltsame Potion in der Hand. Was ist denn da los? Wir sind hier einfach gefangen. Hier kommen wir auch nicht raus. Oh nein, das ist mies und fies. Hier ist das Keypad. Schau mal, wir können das Passwort eingeben. Stimmt. Aber ich weiß nicht, wie das Passwort lautet. Ich auch nicht. 1, 2, 3, 4. Ist es nicht. Was ist denn da los? Wir kommen hier niemals raus. Vor allen Dingen, wir werden direkt hier bewacht. Aber was will der Herobrine-Gefängnisboss denn hier mit der Potion machen? Weiß es nicht. Vielleicht will er uns irgendwie vergiften oder sowas. Epic, wir sollten ganz viel Abstand davon halten. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das ist ja super doll mies und fies. Was ist denn da los? Okay, der Herobrine. Wollen wir raus? Gefängnischef? Hallo? Kata, ich habe hier was für dich. Die Potion meint er damit. Was ist da los? Ich will nichts damit zu tun haben. Was ist denn das denn? Was soll ich mit der? Moment mal, mit diesem Trank vergisst du die letzten 4 Wochen? Was? Was ist denn da los? Moment mal, hast du alles vergessen? Was? Kata! Hi. Hallo. Wer ist das? Kata, pass auf, der ist böse. Das ist der Herobrine-Gefängnischef. Der ist richtig mies und fies. Der hat uns hier einfach eingesperrt. Du hast mich die letzten Tage gesucht und wolltest mich auch einsperren. Du hast mit ihm zusammengearbeitet. Nein. Doch, 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 doch. Es hat geklappt. Kata hat tatsächlich alles vergessen von den letzten 4 Wochen. Oh nein, das ist so mies und fies. Kata, du hast einen Vergesslichkeitstrank bekommen. Doch, du hast alles vergessen. Wer ist das hier? Eben, Kata, du darfst ja nicht raus. Der ist super mies und fies. Raus? Warum darf ich nicht raus? Oh nein, die Tür ist wieder zu und der Aufpasser passt wieder auf uns auf. Kata! Wer ist der Aufpasser? Wir waren aus dem Gefängnis geflüchtet. Du hast mich zurück ins Gefängnis näher gelockt. Dann, ja, eingesperrt. Du hast zusammen mit dem Aufpasser mich im B-Zellblock eingesperrt. Dort konnte ich flüchten. Du hast mich gesucht, aber in Wirklichkeit wolltest du das alles gar nicht. Warst richtig doll lieb. Wir haben uns im Gefängnisgarten getroffen. Du hast mir hier den Hinweis gegeben, aber der miese fiese Herobrine hat mich bzw. uns trotzdem jetzt hier eingesperrt. Was ist denn da los? Das ist ganz schön viel auf einmal. Balloon Bella sind ganz alleine noch versteckt. Wo sind Balloon Bella? Stimmt. Die habe ich in meinem Versteck versteckt. Wo? Die sind in der Müllhalde. Oh nein. Sie würden aber ganz nett alles vergessen. Eigentlich. Und Balloon Bella müssen wir unbedingt auch retten. Das ist absolut ganz so gar nicht gut. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns
wie immer morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.